Woran hapert es denn konkret? Es hapert konkret an Bildungschancen. Wir haben zwar das Schulgesetz novelliert bekommen voriges Jahr, aber die Umsetzung der Inklusion hapert noch, weil die Bildungssenatorin nicht genügend darauf vorbereitet war. Was muss Ihrer Meinung nach jetzt konkret geändert werden? Es müssen die Bildungsinhalte verändert werden. Es muss der gemeinsame Unterricht vernünftig geplant werden. Und es muss vor allen Dingen auch weitere sonderpädagogische Fachkräfte in den Inklusionsklassen sozusagen geben, damit behinderte Menschen auch wirklich gleichberechtigt mit nicht behinderten Kindern lernen und leben können. Kann Bremen da aus den Erfahrungen anderer Bundesländer lernen? Nein, wir können leider noch nicht von anderen lernen. Jedenfalls nicht in der Bundesrepublik Deutschland, aber in den skandinavischen Ländern gibt es schon ähnliche Aktivitäten. Da kann man durchaus das ein oder andere abkupfern. Aber insgesamt betreten wir Neuland in diesem Bereich.